Meine Nachbarn müssen mich lieben. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Postaus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Deutschen Post. Es ist am frühen Morgen wieder, Leute. Wir sind wieder früh unterwegs. Gerade erst aufgestanden, geduscht, fertig gemacht. 13 Uhr. Ich habe mir heute für diesen FLOG ein spezielles Thema überlegt, um das es in letzter Zeit auch ging. Es ist ein Real Talk Thema, es ist ein ernstzunehmendes Thema. Das heißt, Leute, heute im Vlog bitte keine Faxen machen und bitte einfach mal ernst bleiben zwischendurch. Lanze? Was ist los, Digga? Kaktus, dir geht's aber gut, oder? Ich glaube, ich muss ihn nochmal gießen. Ich habe mir heute das Thema Fett überlegt, okay? Fett. Fett, fett, fett. Fett sein, fett essen. Ich bin gerade übel happy, weil ich habe gerade ein paar Briefe ausgetragen. Ich werde euch jetzt gleich mal was zu diesem Thema erklären, nachdem ich meinen ND-Filter geholt habe, weil ich weiß nicht, wie die Belichtung hier gerade ist. Das Thema ist ein sehr schwieriges Thema, deswegen werden wir es heute kurz anschneiden. Und dann möchte ich heute mal auch ganz gerne eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren hören. Moment mal ganz kurz. Ich hab dich gesehen, letzter Mal erst, wo du fett gewesen bist, Alter. Der Pussy feel like dropped up in the rain. Gib mir der ND-Filter. Fett zu sein ist eine aggressive Nummer. Und darüber wollen wir jetzt gleich reden. Fanny Loops so ein bisschen was gepostet hat zum Thema Fettshaming, okay? Und ich finde, es ist ein sehr wichtiges und sehr interessantes Thema, worüber man wirklich auch mal ernsthaft reden kann. Und deswegen werden wir das heute tun. Gleich nachdem wir ein paar Fettsäcke richtig herbeleidigt haben. Auf dem Weg zum Real Talk über Fettshaming habe ich kurz Kima noch abgeholt. Die gestern. Hast du schon mal einmal einen sinnvollen Beitrag gebracht? Ja. Ich habe den 1,7-Emote ins Leben gebracht. Stimmt. Ich stelle mir komplett vor, wie ich mit dem Lied durch den Rosenpark laufe. Können wir dann endlich mal bitte zum Thema kommen? Ja, dankeschön. Ihr habt ja mitbekommen, so ein bisschen, dass Sonny. Sag dir ehrlich, wenn du noch einmal... Das Thema Fettsein ist ja so ein bisschen in der Gesellschaft ein problematisches Thema. Gerade dieses Körperbewusstseinsthema auch sehr groß, das Ernährungsthema ist sehr groß, Fitnessthema ist sehr groß. Und aufgrund von der Tatsache wird im Prinzip mehr auf dieses optische Äußere geachtet. Aber wenn ich jemanden als fett bezeichne, wenn ich finde, dass jemand fett ist und ich dafür kritisiert werde, dass ich sowas sage, nicht nur persönlich, sondern auch moralisch, dann finde ich auch, dass wenn ich sage, dass jemand dünn ist, müsste ich genauso dafür verurteilt werden. Wenn jemand groß ist, müsste ich genauso dafür verurteilt werden. Jemand klein ist, darüber muss man sich erstmal bewusst werden, dass man in dem Fall dieses übergewichtig dick sein eher ausgrenzt von anderen Dingen. Dünn sein, keine Ahnung, große Brüste haben, kleine Brüste sein, klein sein, groß sein, dumm sein, schlau sein, alle diese Sachen so, werden so ein bisschen ausgegrenzt, weil dieses, dass man jemandem sagt, hey, du bist einfach ein bisschen dick, das ist ja schon ein Tabuthema, sag ich mal, in der Gesellschaft, ne? Und gerade in diesem Thema Fettshaming wird ja so darauf hingewiesen, dass Leute, die übergewichtig sind, sich nicht dafür schämen sollen, dass sie dick sind. Sich nicht dafür schlecht machen sollen, dass sie dick sind. Und ja, dafür bin ich. Ich bin dafür, dass Leute, die übergewichtig sind, sich nicht dafür schlecht fühlen sollen, sich nicht psychisch damit fertig machen sollen, dass sie übergewichtig sind. Ich glaube, das kam auch nicht so richtig rüber in diesem Real Talk, den ich da über das Thema gestartet hatte. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, was da überhaupt passiert ist, ich habe in einem Video gesagt... Alter, das ist Kai Krugen. Können wir ein Bild machen, Digga? Ich feiere deine Videos übel, Digga. Ich schicke dir nachher noch die E-Mail-Adressen zu, okay? Perfekt, danke dir. Dann kriegen die Gewinner von den Gewinnspielen auf Twitch ihre Gewinne. Was die Sache mit Sonny Loops war, ich habe in dem Video gesagt, dass sie dick geworden ist. Ich habe es aus Joke gesagt, vielleicht hat sie ein, zwei Kilo zugenommen. Ne? Egal jetzt mal, ob Joke oder nicht. Das Ganze wurde dann so auf die Moralschiene getrieben, dass sie so gesagt hat, ja, andere Leute können sich ja davon ein schlechtes Bild holen. Und für Leute, die wirklich übergewichtig sind, ist es negativ und schlecht. Und die fühlen sich deswegen schlecht. Und das ist niemals was gewesen, wo ich gesagt habe, da will ich irgendwie meine Absicht dahinter stecken, dass Leute, die übergewichtig sind, sich deswegen schlecht fühlen. Ich bin völlig dahinter, dass jeder Mensch sich gut fühlen soll, so wie er ist. Aber jetzt kommt das ganz große Aber von mir an der Seite. Und das ist das Gesundheitstechnische. Man kann alles so hindrehen und wenden, wie man will. Man kann noch so oft sagen, ja, Leute, fühlt euch nicht schlecht, deswegen, weil ihr jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr gegessen habt, weil ihr ein bisschen übergewichtig seid. Absolut nicht. Aber wenn wir jetzt ganz kurz rational denken, es ist einfach nicht gut, übergewichtig zu sein. Und das meine ich jetzt nicht aus irgendeinem Standpunkt her, dass ich vielleicht sage, ja, ihr Fettsäcke, nehmt doch einfach mal ab. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich hatte selber mal ein paar Kilos zu viel drauf und bei mir passiert es auch ganz schnell, dass ich ein paar Kilos zu viel drauf habe. Ich kann es absolut fühlen, die Situation. Aber es ist einfach ungesund, wenn man dick ist. Und da können wir jetzt noch so viel drum herum reden. Es ist einfach ein Fakt. Es ist einfach scheiße, wenn man übergewichtig ist. Und meiner Meinung nach ist Übergewichtigkeit ein Thema, mit dem muss man umgehen. Das muss man auf jeden Fall behandeln. Mit dem muss man, die Leute muss man auf jeden Fall unterstützen. Bin ich dabei. Aber man sollte den Leuten trotzdem nahelegen, dass sie was daran tun. Jemand, der 120, 130 Kilo wiegt, der wird früher oder später gesundheitliche Probleme bekommen. Fatshaming ist eine gute Sache. Also
Nicht, dass man sich dafür schämt, sondern dass die Leute sich nicht dafür schämen und sich nicht deswegen psychisch fertig machen und sagen, oh mein Gott, ich habe Angst, ins Fitnessstudio zu gehen. Nein, definitiv nicht. Die Leute sollen sich wohlfühlen und sollen zielorientiert damit sein, etwas an ihrem Körper zu ändern. Jetzt würde mich wirklich mal eure Meinung zu dem Thema interessieren. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch schon damit auseinandergesetzt. Und ich bin der Letzte, der irgendwie den Übergewichtigen nicht supporten will oder so. Mit meinem Fitness-Stuff, den ich mache. Und ihr wisst, ich komme selber aus einer Zeit, wo ich ein bisschen pummeliger war. Und ich bin daran, jeden, der Bock hat, das zu ändern, zu motivieren. Vielleicht auch von dem einen oder anderen Übergewichtigen, der vielleicht Erfahrungen mit dem Thema gesammelt hat, positiv sowie negativ, würde mich wirklich mal in den Kommentaren interessieren. An der Stelle, Real Talk It Out, Mofokus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, Freunde. Und damit sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein, ihr elendigen Fettsäcke.